Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Pauli Bridge. So, wir sind hier stehen geblieben bei dieser Runde. Ich habe es noch nicht angefangen, weil das ist die letzte Runde bei in diesem Land, also letzte Eisrunde. Wir haben 10 Brücken. Der muss darüber und der muss darüber. Und ja, wie macht man das? Ich habe jetzt vor, dass der darüber springt. Größten Hub, der kann runterfallen. Ach, Straße. Dann geht der dahin. Wird das Boot hoffentlich durch. Ach, der Vergleich hatte ich mit dem Boot los. Das ist übel. Okay. Ah, jetzt brauche ich eine Straße. Nee, nee. Ich wollte doch Holz. Ach, Menno. Komm schon. Ach, nee. Stahlträger müsste das eigentlich halten können. Ja, schön. Okay, jetzt muss der noch einmal. Holz. Und ich fährt die Ente so schnell, oder Käfer, dass er darüber springt. Ah! Ja! Boah, das gibt's doch nicht. Guck mal, da hat man 32.000 Dollar für. Und ich mach das in 15.600 Dollar. Ja, gut, okay. Ich dachte, die Runde würde länger dauern. Dann gehen wir mal hier raus. Das ist die, die wir nicht geschafft haben. Die beiden haben wir geschafft, zwar unterm Budget. Dann machen wir nochmal die hier. Oh, da muss der dahin. Also, ich gehe davon aus, wir müssen einmal hier um den herumfahren. Gut, schauen wir mal. Müsste ja ungefähr so aussehen. Nein! Auch nicht. Na egal, dann machen wir es so hier. Da, 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 da und so. Nehmen wir jetzt Holz. Da ist ja nur ein kleines Auto.
brauche ja, was heißt das braucht? Das ist ja nicht so schwer und brauche nicht unbedingt Stahl. Hier möchte ich jetzt nur Stahl hinsetzen, weil das muss ja hier die ganze Brücke. Die müssen ja die ganze Brücke tragen, hier die Stahlträger. Und das wird wahrscheinlich aus Holz nicht gegangen. Scheint doch ein bisschen schneller, wie ich dachte. Der muss noch mal einen rein. Dann der auch. Der kann einen raus. Einen hoch. Okay, der bricht hier vorne. Viel Gold haben wir noch. Knallen wir hier einen Stahlträger rein. Schneiden wir hier einen Stahlträger rein. Schneiden wir da einen rein. Ui, jetzt bricht der hier. Ja, davor ist glaube ich der hier gebrochen. Den lassen wir aus Holz. Den hier auch. Wir machen nur die aus Stahl, wo wirklich mit Stahl verbunden ist. Stahl. So. Naja, okay. Machen wir doch aus Stahl. Wenn der bricht, haben wir ihn aus Stahl. Jetzt bricht der hier ein. Yep. Dann können wir den da reinsetzen. Und so. Das ist aber auch ganz leicht hellgrün. Bricht immer noch. Mal schauen, ob er jetzt auch noch bricht. Jetzt legt er die meiste Kraft auf den hier rauf. Oh, der fährt ja weiter. Flieg! Flieg weiter! Ja! 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 Geschafft! Oh, gut. Hab's geschafft. Ne. Gut, das war jetzt die Runde. Dann haben wir jetzt auch alles. Sollen wir nochmal an der hier probieren? Ich glaube, so habe ich das noch nicht ausprobiert. Ich hatte, wo ich das gemacht habe, glaube ich, immer nur unten lang.
So. Hier jetzt nochmal Stahl. Dann das hier so ran, damit der da ein bisschen abgestützt wird. Und jetzt, was könnte man jetzt bauen? Habt ihr eine Idee? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee. Mal jetzt mal hier einfach. Da den hoch. Muss gerade unterkappen. Das wird teuer. So lange Kabel. Na gut, okay. Holz machen wir auch nochmal. Nochmal das gleiche. Stahl, Stahl. Ach je. So. Das kann doch nicht sein. Oh. Wie mache ich denn das bei denen? Ich verzweifle jetzt schon. Letztes Mal habe ich noch länger dran gesessen. An dieser Strecke. Da war es jetzt nicht so schlimm wie jetzt. Wahrscheinlich, weil ich das letzte Mal schon nicht geschafft habe und jetzt schon wieder an der Brücke.
machen wir den wieder raus. So, so und so. Holz. Warum bricht er da sofort weg? Ein Stahlträger. Normal, normal, langsamer. Schwanzprozent und starten wir die ganze Sache nochmal. Da bricht der. So, dass wir mit dem Stahl ausbessern. Heieiei. Oh, das sind zu viele. Warte mal. Da. Da ist das Schiff und da rechts und da links. Da ist das Schiff. Da rechts. War das da? Ich hoffe es. Und der hier. Jetzt machen wir mal den hier aus Mechan, Stahl und den auch aus Stahl machen. No. So, jetzt haben wir den. Knallen wir da ohne mal Stahl rein. Jetzt reißt hier bei denen alles. Das kann ja mal passieren. Aber sollte nicht, deswegen auch Stahl reinmachen. Na? Dann knallen wir hier bei denen auch nochmal Stahl rein. Ich hoffe jetzt, dass das mal langsam hier zu Ende ist mit dem Brechen. So, der auch nochmal Stahl. Knallen wir hier auch nochmal Stahl rein. Und braucht er noch ein Stahl? Jawohl, bei denen hier. Der wollte auch ein Stahl haben. Noch mehr Stahl. Und bei denen ist der abgebrochen. Dann ist der auch noch abgesprochen. Und hier die, das Kreuz, der mache ich auch nochmal aus Stahl. Und jetzt machen wir da oben weiter. Der aus Stahl und der hier auch aus Stahl. Das Kreuz haben wir jetzt auch aus Stahl gemacht. Nochmal wo Stahl. Jetzt brechen hier die Stahlbalken. Das, die kann ich nicht ändern. Aber der ist noch gebrauchen. Na ach, dann machen wir den hier auch gleich. So. Nee, die Stahlbeugen kann ich nicht ändern. Das geht nicht. Aber hier können wir nochmal das eine Kreuz machen. Mensch, hier Stahlbalken, warum bricht der denn? Ist die Brücke so schwer für euch? Nee, nee, nee. Komm her, wir machen hier nochmal Stahl und der ein bisschen Stahl. Mensch, Brücke, was machst du denn? Du kannst doch nicht einfach zusammenbrechen. So. Ach, machen wir den hier auch nochmal Stahl. Stahl, Stahl, Stahl. Gleich habe ich gar kein Geld mehr.
Oh Männer, ey. Sakrament nochmal. Jetzt bricht hier das Kreuz. Nach langer Zeit mal wieder Holz gebrochen. Da verliere ich schon eine Straße. Egal, da fliegen wir drüber. Und wo bricht jetzt was? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, 80.000 Dollar habe ich Budget. So, jetzt aber. Fahr durch. Guck mal, wie die Brücke immer hoch und runter wackelt. Ist ja schlimmer wie ein Wackeldackel. Jetzt bricht der da. Nein, das kann doch nicht sein. So. Aber jetzt. Oh, jetzt bricht er schon von Anfang an. Also Budget ist schon mal, das Geld ist schon mal über 80.000. Er fährt, er fährt. Auf die Brücke, die hält. Die hält immer noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So. Versuch Nummer 1295. Der wird dunkel. Der bricht hier unten. Oh, der wird wieder heller. Ah, der Priester. Oh, kein Geld mehr. Siegt lang. So. Das ist halt eine Steinträgerei. Ich habe ja kein Geld mehr. Ei, Karamba. Ei, Karamba. Stolzstuhl. So. Warum ist denn der da oben gebrochen? Wer hier? Warum bricht denn der? Er hat die ganze Zeit nichts gesagt.
Und hier ist auf einmal Priester. Ach, Leute, nee, ich geb's hier auf mit dieser Brücke. Wir warten noch ein paar Tage. Ich mache dann jetzt erstmal hier Exit to the Map. Lieber muss ich dann noch ausfüllen und dann Budget schaffen. Und die habe ich ja jetzt. Dann schauen wir mal an, wo es nächstes Mal weitergeht. Das geht hier mit weiter. Okay. Okay, erst fährt der los. Warte, der muss da oben. A muss da oben. Also muss ich hier so gerade hochbauen. Und dann ein B muss da unten, muss ich hier so gerade runterbauen. Wie viele Straßen? Die Straßen. Okay. Gut. Dann sag ich mal, und das werden wir aber beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Zwei richtige Brücken gemacht, ganz schnell, zickzack, fertig. Zickzack, ratzratzap, fertig. Gut. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.